Hallo liebe Chemikerinnen und Chemiker, liebe Freunde des Deutscher Fußballs. Was ihr hier seht, ist die erste Folge unseres Fünfeck-Talks, ein Magazin rund um unsere BSG Chemie. Wir laden uns zunächst alle zwei Monate zwei Gäste ein, um mit ihnen über die aktuelle Lage im Verein zu sprechen und zeigen dazu ein paar Beiträge, die von unserem Videoteam erstellt wurden. Wir hätten euch ja gern so aktuell wie möglich mit Neuigkeiten versorgt, aber aufgrund des Spielverlegungsmonsters und der Fan- und Amateur-unfreundlichen Ansetzungszeiten an einem Mittwoch können wir leider nicht auf das Halberstadt-Spiel eingehen, da diese Sendung zuvor aufgezeichnet wurde. Wir wissen also jetzt gerade noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Schade, aber nicht zu ändern. Wir sind alle im Ehrenamt unterwegs und deswegen natürlich nicht in der Lage, ein so komplexes Thema wie eine solche Sendung kurzfristig zu verlegen. Was wir aber wissen ist, dass unsere Mannschaft recht ordentlich in die Saison gestartet ist. Das konnten wir zuletzt auch beim Benefizspiel in Frankfurt sehen. Zu Beginn der Saison fehlte es an Toren, zuletzt konnte man gegen Lichtenberg und sogar gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt treffen. Woran das liegt, wie man das Problem lösen konnte und was sonst noch alles von unserer Mannschaft zu erwarten ist, darüber wollen wir mit unseren beiden Studiogästen Benny Bolte und Björn Nikolajewski sprechen, die heute bei uns zu Gast sind. Hallo, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Hallo. Dann also gleich diese Frage an euch weitergeleitet. Woran liegt es, dass die Torflaute zumindest teilweise behoben wurde, Björn? Ja, bei uns ist vielleicht ein bisschen das Problem, wir haben viele Chancen, aber nutzen die. Wenn man sich das Babelsberg-Spiel dann nochmal genauer anguckt, sieht man, wir haben enorm viele Chancen, machen keine Tore. Klar, wir probieren immer im Training dran zu arbeiten, geben unser Bestes und dann denke ich, wird es auch mit den Toren bald klappen. Und wie siehst du es? Ja, hat er super gesagt, ja. Junge Sportskerl. Nein, es ist so, wie das Björn gesagt hat. Wir arbeiten uns die Chancen. Es hat daran gekrankt, dass wir die einfach nicht genutzt haben. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns die Torchancen erarbeiten, weil viele Mannschaften machen das nicht. Und ich bin absolut guter Dinge, dass wir uns auch in den nächsten Spielen diese Torchancen erarbeiten werden und dann natürlich auch die erforderlichen Tore schießen, um zu punkten. Im Pokal haben wir ganz frisch zugelost bekommen Budisa Bautzen. Wie seht ihr es? Ist es zu schaffen? Ja, absolut. Ich denke, letzte Saison hat Budisa Bautzen noch in der vierten Liga gespielt, mussten leider absteigen. Und finanziell sah es bei ihnen auch nicht so rosig aus. Die sind jetzt, glaube ich, in die Verbandsliga oder Landesliga
Landesliga Sachsen abgestiegen. Und ja, es ist, wird eine schwere Aufgabe, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Los. Sie haben eine gute Anlage, einen guten Platz. Ich denke, das trifft uns nicht schlecht, weil als wenn du da irgendwo woanders hinfährst, wo die Plätze nicht so toll sind, gerade auch um die Jahreszeit. Und ich glaube, das ist ein gutes Los, um eine Runde weiterzukommen. Ehe wir richtig einsteigen, wollen wir Benny und Björn noch mal kurz vorstellen. Dazu haben wir noch mal einen kleinen Film vorbereitet. Hallo. 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 So, Benny, dann wie viel das Mannschaftsfoto ist das in deiner Karriere? Kurz rechnen. 15. 16. Mit Nachwuchs, ohne? Ohne Nachwuchs. Also mit Nachwuchs ist 30. oder so, keine Ahnung. Das waren schon einige. Ja, Bolle ist auch ein spezieller Fall. Ne? Also ist ein ganz netter Kerl. Ja, bemerkt auch, dass er seine Erfahrungen hat. Und ja, die enorm wichtig ist für die Mannschaft. Ja, hat auch ab und zu meinen Spruch drauf, wie es sich dazu gehört, auch als älterer Spieler, und passt. Ja, immer gute Ideen für die jungen Spieler, was umzusetzen. Ja, nimmt das Zepter in die Hand und weist die Jungen und auch Ältere immer darauf hin, wie man sich verhalten sollte, auf und neben dem Platz. Benny Bolze ist ein erfahrener Spieler, mit dem ich auch schon zusammengespielt habe, damals bei Sachsen. Ist ein Spieler, der viel Übersicht hat, der Ruhe mitbringt, der weiß, wie es in der Regionalliga abläuft und uns auf jeden Fall helfen kann im Spielaufbau und wenn es mal schwierige Phasen gibt, auch in der Saison. Benny Bolze kenne ich seit, da bin ich gerade in den Männerbereich gekommen. Ja, da war er auch noch junger Spieler, ich war noch etwas jünger. Ja, aber welches Jahr das war, da will ich gar nicht zählen. Ja. Aber ich kenne ihn schon sehr lange, auf jeden Fall. Sehr selbstbewusst auf jeden Fall, abgeklärt, hat ja auch eine gewisse Erfahrung, die ja den jungen Spielern hilft, aber auch erfahrenen Spielern. Was in der Kabine abgeht, bleibt auch in der Kabine für ihn. Ja, und das ist, ja, wie gesagt, ein ruhiger Zeitgenosse. Aber auf dem Platz auf jeden Fall ein harter Zeitgenosse. Benny ist ein sehr ehrlicher, direkter Mensch. Der bringt auf jeden Fall uns Sicherheit so für die Mannschaft. Er ist ein Ruhepol. Hat ja schon so einige Regionalligaspiele in seiner Karriere gehabt, auch, sag ich mal, schon so wichtige Spiele gehabt. Deswegen, auf den ist so ein Spieler, auf den ist immer Verlass. Und das denke ich, ist auch menschlich so ein sehr korrekter Junge. Netter, lieber Junge, ja, muss man echt dazu sagen, der weiß, was er kann. Auf seine Art und Weise ist er selbstbewusst, aber auch gleichzeitig bescheiden. Und ist keiner, der freidreht, auch bodenständig. Also ich denke mal einfach so, wenn er weiter so arbeitet, dann hat er eine riesen Zukunft vor sich. Sehr ruhig eigentlich, aber ja, auf dem Platz sind seine Stärken. Ja, er hat ein sehr gutes Passspiel, technisch sehr gut. Und ja, seine diagonalen Bälle kommen fast immer punktgenau. Könnte vielleicht ein kleines bisschen torgefährlicher sein, aber auf seiner Position ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz so wichtig. Björn ist auch ein ganz sympathischer, junger, wohlerzogener, junger Mensch, der ja, so eine gewisse Schüchternheit mitbringt, was sehr, ja, fast schon niedlich ist. Auf dem Platz ist er in seinem Alter schon krass abgeklärt, muss man sagen. Ja, spielt kluge Pässe, hat so das Gespür fürs Spielgeschehen, kann Situationen auch unter Druck relativ gut lösen. Seine Cottbuser Attitüde kommt da jetzt auch immer so mehr und mehr durch. Reißt so jetzt immer mal einen Witz und ja, tut uns auch einfach gut, so frisches, junges Blut in der Mannschaft zu haben und wie gesagt, witziger, kleiner Junge. Nö, Bolle ist eigentlich ein ruhiger, haut ab und zu mal einen lustigen Witz raus und ein ganz entspannter Zeitgenosse, mit dem es Spaß macht, in der Kabine Zeit zu verbringen. Ich glaube, bei Bolle ist eher lustig, so seine Mimik und Gestik. Er ist sehr ernst, gewissen Themen, klar, aber auch für einen Spaß, ja, nicht verlegen. Ja, wie einen typischen Fußballer halt. Also ist immer mal so für so einen Spaß zu haben, auf jeden Fall Benny, aber der weiß dann trotzdem, worauf es drauf ankommt. Außerhalb des Platzes würde ich ein, ja, sehr zurückhaltender Mensch.
Aber trotzdem, ja, immer witzig drauf, immer hilfsbereit. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann würde dir immer helfen. Auch wenn du mal Geld irgendwie nötig hast, würde dir immer was geben. Wenn er halt dann mal so ruhig ist, wie er sonst halt auch immer ist, und dann irgendwann kommt dann so ein Spruch, letztens hat er einen Trainer aus Versehen noch geduzt, sowas halt dann, ist dann halt manchmal ganz witzig. Tja, und findet ihr euch denn treffend charakterisiert? Also ich muss sagen, das ist erstmal, das bedeutet schon einem viel, wenn die Teamkollegen so nette Worte über ihn finden. Natürlich, Leo, der sagt dann, wenn wir privat unterwegs sind, ist das noch ein bisschen was anderes, da komme ich auch mal ein bisschen aus mir raus, aber sonst ist ja phänomenal, was die beiden sagen. Und ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Und fühlst du dich getroffen? Ich fühle mich zu 100% getroffen. Und es ist erstaunlich, wie nach so kurzer Zeit die Jungs einen so einschätzen können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Abbild unseres Teamspirits so innerhalb der Mannschaft. Und darauf können wir stolz sein. Und ich glaube, das ist das, was auch uns am Ende stark macht. Was uns jetzt neugierig gemacht hat, ist natürlich die Aussage mit der Kabine. Ich dachte immer, ihr bereitet euch seriös vor. Jetzt klang das bei Daniel Heinze fast schon spannend. Das war ja so lange bei mir, ich habe das schon mal vergessen. Nein, also ich denke, Spaß gehört einfach bei uns im Sport dazu. Weil wenn man zu verbissen an die ganze Sache rangeht, dann kommt man nicht zum Erfolg. Sicherlich muss man dann genau wissen, okay, jetzt muss man einen Schalter rumlegen. Jetzt geht man raus auf den Platz und da geht es um die Punkte. Und da hört der Spaß auf, aber alles, was daneben ist, ich denke, das sind alles junge Kerle und machen das nebenbei. Viele gehen arbeiten und dann soll es auch Spaß machen. Björn, deine Kollegen beschreiben dich ja alle als nett, schüchtern. Wie schüchtern bist du denn wirklich? Naja, das ist halt so, wenn man jetzt gerade neu angekommen ist, auch als junger Spieler, dann ist man eher immer ein bisschen zurückhaltend, aber je mehr ich die jetzt kennenlerne, desto mehr komme ich dann auch aus mir raus und dann wird auch mal ein Späßchen gemacht und so. Ist nur eine Frage der Zeit eigentlich. Gibt es da irgendwas, was du dir von ihm wünschst als Eigenschaft, die du vielleicht nicht im Repertoire hast? Was ich mir wünsche von ihm? Die Größe. Nein, also ich muss immer sagen, jeder hat ja seine Vor- und Nachteile, seine so positiven Sachen, seine negativen Fehler, Macken. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt mit niemandem tauschen. Ich bin so, wie ich bin und meine ganze Karriere so gewesen. Und es hat nicht bis nach ganz oben gereicht, aber ich glaube, das, was ich geschafft habe in meiner Karriere, ist schon ordentlich. Und ich bin jetzt einfach nur glücklich, wieder in der Heimat zu sein und hier zu stehen. Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen. Was würdest du dir denn wünschen von Benny? Naja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch später vor, genauso wie er, noch relativ hoch zu spielen. Vierte Liga klingt zwar immer weit entfernt von den Großen, aber auch in der Regionalliga wird super Fußball gespielt und ich hoffe, mich auch später auch so zu sehen, dass ich auch in der Regionalliga dann noch, auch als etwas älterer Spieler, dann noch den jungen Spielern Hilfestellung leisten kann. Und ja, so sehe ich mich hoffentlich in vielen Jahren. Wie schätzt ihr denn den Saisonstart der BSG ein generell? Ja, natürlich ist es immer gut, wenn man nicht verliert. Ein paar Fans dann auch, ja, da sind ganz schön viele Unentschieden dabei, aber die sind alle hart erkämpft, wenn man sich gleich den ersten Spieltag in Nordhausen anguckt, was wir da für eine super Leistung auf den Platz gebracht haben. Das war schon richtig gut. Sag mal so, jetzt Spaß, das ist Spaß. Also optimal war der Start nicht, da hätten wir 18 Punkte. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, wir sollten alle ein bisschen demütig sein, wissen, wo wir herkommen. Und ich glaube, dass wir einfach in den ersten 6 Spielen 7 Punkte geholt haben, gegen Gegner gespielt haben, die wirklich gut waren. Gerade gegen Wacker Nordhausen, Viktoria Berlin, Babelsberg zu Hause. Klar, da war mehr drin. Da hatten wir die Chancen, haben wir sie leider nicht genutzt. Aber ich glaube, das zeigt einfach nur, dass die Mannschaft wettbewerbsfähig ist für die Liga und keinem Angst und Bange sein muss. Und ja, wir haben jetzt 7 Punkte aus diesen ersten 6 Spielen geholt, stehen im Mittelfeld und jetzt gilt es dann halt am Mittwoch gegen Germania Halberstadt nachzulegen. Ja, welche Rolle spielt denn dabei der Trainer? Wie erlebt ihr Miro Jagatic? Ja, natürlich, es ist ein ganz besonderer Trainer. Vor allen Dingen auch auf die jungen Spieler hat er eine richtig besondere Wirkung. Der geht auf die ein, gibt den Tipps, Hilfe, was die besser machen können und ist schon gut, so einen Mann dann an der Seitenlinie zu haben. Und du hattest ja auch schon viele Trainer. Wie siehst du Miro? Ja, ich muss sagen, ich war bei ein paar Spielen schon in der Oberliga zuschauen.
Und habe dann natürlich auch einen Trainer beobachtet, wie er so an der Seitenlinie abgeht und so. Und das hat mir schon sehr gefallen, wie er die Mannschaft pusht. Eigentlich die ganzen 90 Minuten. Und nein, der Trainer, der macht einen super Job. Sehr, sehr modern, auch in seinen Trainingsmethoden, in seinen Übungen und so. Also ist viel, viel Neues dabei. Ich habe ja schon viele, viele Trainer erlebt und da ist jeder Trainer hat also seine eigenen Trainingsmethoden, Übungen etc. Und es sind echt gute Sachen dabei, auch die mich noch in meinem Alter fordern, auch vom Kopf her und mich weiterbringen. Du hast ja nun schon angesprochen, sehr viele Trainer gehabt. An wen erinnerst du dich denn da am liebsten? Also ehrlich gesagt an Wolfgang Frank, der leider schon verstorben ist. Er war ja hier Trainer bei Sachsen Leipzig, hatte mich damals praktisch noch als A-Jugendlicher mit hochgezogen, durfte da schon mit reinschnuppern und habe auch meine ersten Spiele gemacht. Und er hat mir sehr, sehr, sehr viel auch menschlich beigebracht und natürlich fußballerisch, einfach taktisch, das war ein riesen Taktikfuchs. Technisch, er hatte immer hohes Augenmerk auf Passqualität und hat mir da wirklich in der Zeit, wo er da war, extrem viel beigebracht. Und das ist eine Zeit, an die ich mich ganz zurück erinnere. Björn, du kommst ja aus dem Cottbuser Nachwuchs. Wie muss man sich deinen Werdegang vorstellen? Welche Position hast du bisher gespielt und gab es da auch Rückschläge? Warum spielst du nicht in der ersten von Energie? Ich hatte damals in der B-Jugend, wo ich gerade frisch nach Cottbus gewechselt bin, habe ich mich am Knie verletzt, bin 2 Monate ausgefallen, konnte eigentlich spielen, aber dann hat sich das Team festgespielt, ich hatte kaum Chancen. Danach lief es dann noch besser. Ich habe überwiegend Innenverteidiger gespielt, dann in der U19, habe eigentlich persönlich immer relativ gut gespielt und natürlich, man hätte sich immer gewünscht, hätte man mal die Chance gehabt, bei den Energieprofis mitzutrainieren, aber die Chance wurde mir nicht gegeben. Ich finde es jetzt, natürlich, man hätte gern mal mittrainiert, aber ich finde es jetzt im Nachhinein, da ich hier gelandet bin, finde ich, das ist gar kein Problem. An dieser Stelle unterbrechen wir erst einmal das interessante Gespräch. In der letzten Woche gab es ja noch ein riesiges Highlight für unseren Verein und seine Fans, das Flutlichtspiel in Frankfurt. Das Resultat von 1:5 war ja zweitrangig, aber was sich auf den Rängen abspielte, war einfach nur gigantisch. Wir haben nochmal einen Rückblick vorbereitet. Ja, wie habt ihr das Spiel in Frankfurt denn erlebt? Es war ein Riesenerlebnis gegen gestandene Profis, die spielen Champions League, Euro League. André Silva, der auch zur Zeit da mein Gegenspieler war, der trainiert mit Cristiano Ronaldo zusammen und dann weiß man, was das für ein Riesenspiel auch für uns war. Ach, einfach was Besonderes, die beiden Fanlager, das war spektakulär, das war unfassbar. Wie war es für dich? Du hast ja auch schon eine Menge erlebt, aber das Frankfurt-Spiel, wo steht das bei dir? Ja, ich habe in meiner Karriere auch schon vor vielen, vielen Zuschauern gespielt, aber ich glaube, das Spiel da am Freitagabend, das hat alles getoppt. Ich glaube, für jeden, der da im Stadion war, nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Zuschauer, war das einfach ein Erlebnis, was einfach unvergessen bleibt.
Es war einfach Wahnsinn, was beide Fanlager da einfach abgeliefert haben, von der ersten bis zur letzten Minute durchgesungen. Die ganze Stimmung, freundschaftlich und also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass zwei Vereine so in Freundschaft sind. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel für ganz Deutschland. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass bald das Flutlicht hier steht und dann das Rückspiel oder das dritte Spiel dann stattfindet. Was war eigentlich, du hast es angesprochen, das größte Spiel deiner Karriere? Also was in Erinnerung geblieben ist, war auf alle Fälle damals mit Sachsen-Leipzig in erster Runde DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden vor 35.000 Zuschauern. Sind wir in die Verlängerung gekommen, ins Elfmeterschießen, und haben dann aber leider verloren. Das war einfach von der Atmosphäre. Ich war damals 18 Jahre alt, so alt wie Björn jetzt. Das war, da bist du im Stadion, da hast du Herz flatternd bekommen, da hast du große Augen, da hast du dann einfach Lust auf mehr. Jetzt haben wir gerade über die Fans gesprochen. Was ist denn für euch das Besondere an den Chemiefans, Björn? Ja, das ist einfach im Vergleich zu anderen Fans, die sind völlig verrückt auf den Rängen. Die Choreografien, die lauten Gesänge, immer die Einpeitscher noch lauter. Einfach, das kriegt man ja auch, klar, auf dem Spielfeld sagt man, ist man im Tunnel, aber wenn man dann mal eine Ecke hat, merkt man doch dann schon, wie laut die Fans eigentlich wirklich sind, und das ist natürlich ein Riesenansporn für alle Spieler auf dem Platz, und ja, das ist unglaublich. Wenn man Zuspruch bekommt, das motiviert, und ich kann bloß sagen, also dass die Chemiefans ganz besondere sind. Und ich glaube, das liegt erstens auch daran, dass sie den Verein mit aufgebaut haben. Viel, viel im Ehrenamt tun, helfen, überall im Stadion, bei Unkraut arbeiten. Einfach, dass das Stadion auf Vordermann bringen. Und ich glaube auch, dass die Fans honorieren, was wir da leisten. Dass wir alle arbeiten gehen und uns auch hier 4-5 Mal die Woche abends zum Training treffen, spät nach Hause kommen, eigentlich den ganzen Tag uns um die Ohren hauen. Dann das Wochenende ist fort durch die Spiele, aber wir machen das gerne. Und auch wenn es vielleicht mal nicht klappt mit Punkten, aber wenn die sehen, dass wir uns voll reinhauen für den Verein und das dann honorieren, und ich glaube, das macht Chemie Leipzig aus. Jetzt habe ich noch eine ketzerische Frage. Du warst ja, glaube ich, 12 Jahre nicht in Leutsch. Wie war es denn eigentlich, gegen Chemie bzw. in FC Sachsen zu spielen? Ja, das ist im Endeffekt, das ist dann ein Spiel wie jedes andere. Ja. Da geht es auf dem Platz um Punkte, ja. Aber sicherlich gegen den Heimatverein dann zu spielen, ist schon was Besonderes. Aber wenn man auf dem Platz steht, denkt man da eigentlich gar nicht dran. Da geht es einfach nur um die Punkte für die eigene Mannschaft. Man ist Sportler, man will das bestmögliche Ergebnis. Und da spielt es dann keine Rolle, wer da auf der anderen Seite steht. An dieser Stelle nun ein Blick nach vorn. Am Wochenende spielt unsere erste Mannschaft in Altklinike. In der letzten Regionalligasaison gab es 2 Unentschieden. Beim Rückspiel in Berlin traf Alex Buri 3-mal den Pfosten und verpasste so den Befreiungsschlag für unsere BSG. Auf Gegnerseite damals als Trainer aktiv unser heutiger Coach Miro Jagatic. Wir haben uns mit beiden unterhalten. Also das Beste am Spiel heute war eigentlich der Punkt. So muss ich das sachlich analysieren, weil wir haben heute definitiv den Fußballgott auf unserer Seite gehabt. Und heute war das ein sehr schlechtes Spiel. Umso mehr sind wir froh, dass wir einen Punkt haben, der dann nach meiner Meinung her nachher auch Gold wert sein kann, definitiv. Wir haben noch einen direkten Konkurrenten noch hinter uns gelassen, aber es sind nur mal ein paar Spiele und man sollte sich da nicht ausruhen. Natürlich hat Chemie hier ein Feuerwerk abgeliefert, also die haben richtig Gas gegeben. Wir haben dann versucht, mit allem, was wir haben, dagegen zu halten. Jetzt habe ich erstmal die Mannschaft aufgebaut. Musst du jetzt erstmal die hängenden Köpfe wieder hochnehmen und den einfach zu vertickern, dass dann wirklich dieser Punkt an Gold wert sein kann. Ich kannte ja Alexander Buri eigentlich schon so gut aus vielen Videos, aus vielen Spielen, aber an dem Tag hat er den Vogel abgeschossen. 3-mal Pfosten. Ich glaube, das eine war ganz brutal. In der zweiten Halbzeit hat er sich außen linke Seite durchgesetzt. An der Grundlinie geht zum Tor. Und haut ihn, also ich weiß bis heute noch nicht wie, in Pfosten kam der Ball dann wieder zurück. Und ja, wir hatten da sehr viel Dusel gehabt, haben dann auch 2-3 Chancen gehabt, aber das wäre dann fatal gewesen, wenn du da in Führung gegangen wärst. Also, boah. Na, dass es 3-mal geklatscht hat, daran erinnere ich mich. Ja, nicht im Nachhinein kein schönes Erlebnis auf jeden Fall, das Spiel. Ich glaube, so viel Pech, das spiegelt so ein bisschen die Saison wieder, damals in der Klinike. Das war so einer der vielen Matchbälle, die wir so nicht genutzt hatten. Viktoria erinnere ich mich auch noch, aber Altklinike war so ja, schon so ein bisschen so ein Knackpunkt auch, das Spiel. Ich sag mal, das hat dann so gezeigt, das soll dann vielleicht auch einfach nicht sein.
viel, viel Pech gehabt. Es kam mir auch so vor, dass jeder Pfostenschuss dann immer knapper wurde und der Ball dann, glaube ich, beim letzten Pfostenschuss, so wie damals gegen Glock, dann sogar ins Tor ausgegangen ist. Unendlich viel Pech. Wie gesagt, Trainer war damals ja auch dabei. Ja, klar, gibt es da zum Beispiel jetzt Tusche, der jetzt Co-Trainer ist. Da freut man sich auf ein Wiedersehen. Da gibt es ein paar Spieler, na klar, da freut man sich, die auch wiederzusehen. Aber jetzt bin ich Trainer bei Chemie. Und hier will ich auch bleiben, hier fühle ich mich wohl. Und klar, sind das meine Ex-Spieler, mit denen habe ich ja heute immer noch Kontakt. Aber ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt darüber so in den Kopf mache, weil ich bin so fokussiert einfach auf die drei Punkte und nichts anderes. Nein, das habe ich, daran denkt man dann vielleicht vorm Spiel, aber ich denke mal, sobald ich auf dem Platz stehe oder wir auf dem Platz stehen, denkt keiner mehr mal an die Pfostentreffer. Also das ist dann für mich zumindest auf jeden Fall ausgeblendet, dann wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Also ich kann von mir aus dann gegen Altlinike nochmal dreimal gegen Pfosten schießen, aber wenn wir dann 1-0 trotzdem gewinnen und jemand anderes macht das Tor, dann ist mir das auch recht. Wie gesagt, Hauptsache wir gewinnen, egal wie auf Pfosten, egal wie auf Glatte. Das Spiel ist auch ganz wichtig, so Hauptsache wir gewinnen. Ja, wie seht ihr den Gegner? Was wisst ihr über Altglienicke? Altglienicke ist jetzt, glaube ich, schon das vierte, fünfte Jahr in der Regionalliga. Ist auch ein ganz, ganz unscheinbarer Verein vom Namen her. Aber ich glaube, die haben eine ganz, ganz große Wirtschaftlichkeit dahinter. Also wenn man sich da anschaut, wer da so alles spielt, das sind alles Spieler, die schon mal höher gespielt haben. Benjamin Förster, Top-Stürmer, mit dem habe ich in Chemnitz zusammengespielt. Der war damals Torschützenkönig in der Regionalliga. Und haben auch ehemalige Zweitliga-Profis mit im Kader, gerade offensiv. Es ist eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft, gerade spielerisch. Aber ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken. Wir sollten die Sache einfach so angehen wie gegen Lichtenberg jetzt zu Hause, kompakt stehen und wenig zulassen und dann auf die Fehler warten und dann über unser Umschaltspiel einfach zu unseren Torschancen finden und die einfach nutzen. Das war fast perfekt erklärt. Björn, hast du noch eine Ergänzung? Wie müssen wir rangehen? Ja, ich finde... Vor allen Dingen bei Altglienicke, da stimmt die Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Die haben ehemalige Spieler von Energie Cottbus, von Union Berlin. Ich weiß nicht, ob Christopher Quering noch dort spielt. Ja, der ist ja auch ein gestandener Zweitliga-Profi. Aber es ist trotzdem ein Spiel wie jedes andere. Wir probieren unsere Chancen zu nutzen. Und dann ist es egal, ob es Altglienicke oder Energie Cottbus ist. Dann drücken wir unserem Team die Daumen für das kommende Spiel ganz fest. Danke an euch beide, Benny und Björn. Wir sehen uns dann in Altglienicke. Dankeschön. So, damit nähern wir uns langsam aber sicher dem Ende unserer ersten Sendung. Was wir euch nicht vorenthalten möchten, ist unser neuester Zugang im Fanshop. Es handelt sich um ein Babyset, bestehend aus 4 Teilen. Hier haben wir ein Lätzchen, hier einen Strampler. Und auch kleine Socken und eine Mütze zum Preis von 29 Euro. Ebenfalls sehr beliebt sind die Chemie-Badelatschen formschön mit Chemie-Logo in allen Größen erhältlich zu 19 Euro. Wir bekommen das Ganze im AKS am Norddamm oder im Webshop. Noch ein Wort in eigener Sache. Wie ihr sicher bemerkt habt, hat in den letzten Wochen und Monaten das Videoteam der BSG viel geleistet, hat euch mit vielen Beiträgen bewegte Bilder ins Haus geliefert. Das alles ist mit einem sehr hohen Aufwand, aber auch mit viel Spaß und Enthusiasmus verbunden. Ehrenamt bereitet Freude, das ist Fakt, und man lernt auch jede Menge. Aber wir könnten noch viel mehr Ideen umsetzen, wenn wir Hilfe bekommen würden. Wir suchen also Verstärkung, ob vor oder hinter der Kamera, beim Schnitt, am Computer oder im Redaktionsteam. Wer denkt, dass er die Zeit und die Kraft aufbringt, mit uns zusammen über die BSG Chemie zu berichten, ist herzlich willkommen. Meldet euch einfach per Mail unter medienteam@chemie-leipzig.de. Für heute möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. In etwa 8 Wochen sind wir wieder für euch da mit unserem Chemie-Talk. Mit grün-weißen Grüßen, bis dann.